Dann legen wir jetzt einfach los und upsala. Ja, schön, dass es klappt. Wir sind heute in der Musikschule. Hilf mir kurz nochmal auf die Sprünge. Pianoforte. Von Christina Feilinger und treffen uns zum Anlass des Theaterabends oder des Performanceabends Saligia. Und wir sitzen jetzt zusammen mit Christina Feilinger und Sandra Neu, der Dramaturgin des Abends. Wollt ihr beiden euch vielleicht kurz nacheinander vorstellen mit ein paar Worten und auch das Theaterensemble, die freie Theatergruppe Theater 1000 Herz? Ja, dann fange ich mal an. Also, ja, ich bin die Christina Feihinger, mache seit ungefähr 20 Jahren Theater in Köln mit meiner Gruppe Theater 1000 Herz. Und das ist ein Ensemble, was sich je nach Produktion zusammensetzt aus verschiedenen Gästen. Aber ich habe schon Leute, mit denen ich auch kontinuierlich arbeite, sehr gerne. Sozusagen eine Theaterfamilie, die immer wieder zusammenkommt in unterschiedlicher Besetzung. Eigentlich ist es das schon. Diese Musikschule, von der Aaron gerade sprach, die ist mein zweites Standbein. Das mache ich also auch noch. Und Sandra, du bist jetzt als Dramaturgin bei dem Stück. Hast du schon häufiger mit Christina zusammengearbeitet? Nein, tatsächlich nicht. Das ist unsere erste Zusammenarbeit. Wir kennen uns auch schon viele Jahre, weil ich schon in der Kölner Theaterszene viele unterschiedliche Funktionen hatte, als Dramaturgin, als Kritikerin, als Kulturjournalistin. Und darüber hinaus bin ich Medienwissenschaftlerin und wir wissen gar nicht mehr so ganz genau, wann und wie wir uns kennengelernt haben. Aber irgendwann in der Studiobühne. genau. Und das ist jetzt die erste gemeinsame Arbeit tatsächlich. Und ab welchem Punkt bist du zu dem Projekt gestoßen? Ich war eigentlich von Anfang an dabei, genau, als Christina mir das erste Mal erzählt hat, dass sie gerne was über die sieben Todsünden machen möchte und ob ich nicht Lust hätte, sie dabei zu begleiten, eben um das mal auszuprobieren, ob man befreundet sein kann und zusammenarbeitet. Christina, anders gefragt, was war der Auslöser, sich diesem auf den ersten Blick ja auch sehr ernsten Thema sieben Todsünden zuzuwenden? Ja, es ist eine längere Geschichte. Ich versuche es kurz zu machen. Ich wollte ursprünglich immer mal die sieben Todsünden von Brecht Wall machen, weil es ein wundervolles Musiktheaterstück ist. Jetzt ist es aber so, dass der gute Kurt Weill zwar schon 70 Jahre tot ist, aber Herr Brecht noch nicht. Das würden die Rechte also erst 2026 frei. Und ursprünglich ist das Ding für Orchester, eine Tänzerin, ein Männergesangsquartett und eine Sängerin. Das kann ich jetzt in der freien Szene nicht so stemmen. Ich hätte das dann in einer kleineren Kombo gemacht, Orchester-Kombo oder Kammermusik-Kombo. Und nach einer Zeit habe ich dann auch festgestellt, dass das Ding zwar, es ist ein tolles, also die Musik ist fantastisch, die Texte sind auch gut, aber es ist inhaltlich in seiner Zeit verhaftet und b, bezieht es sich hauptsächlich auf Kapitalismuskritik. Und das war mir dann irgendwann zu wenig, weil dieses Todsünden-Thema ist was, was im Grunde genommen alle Bereiche des menschlichen Lebens umfasst. Und das sind Dinge, die uns alle umtreiben und wo wir mit zu strugglen haben. Deswegen dachte ich, ach nö, dann mache ich doch lieber eine Stückentwicklung draus und schaue, was dem Ensemble und mir, also ich bin ja Teil des Ensembles, also uns dazu einfällt. Und das ist auch, glaube ich, der richtige Weg gewesen oder einfach ein guter Weg, um sich daran zu nähern. So ernst wird es gar nicht, by the way. Arcadia? Wie lange sind wir schon hier? Spezifiziere hier. Na, hier in diesem Raum. Schon immer. Das kann nicht sein. Lass dich nicht auf Diskussionen mit dir ein. Arcadia, was gibt's Neues draußen? Lass es doch sein.
Bitte spezifiziere die Frage. Arcadia, wie ist die politische Weltlage? Die Transatlantische Allianz hat die Plasma-Satellitentests der Eurasischen Allianz über dem Nordpazifischen Ozean scharf kritisiert. Die Streitkräfte der Transatlantischen Allianz wurden in erhöhte Alarmbereitschaft gesetzt. Ach du Scheiße! Und sonst so? Spezifiziere sonst so. Die macht mich wahnsinnig. Wie steht es um die Bewohnbarkeit des Planeten? Welchen Planeten meinst du? Saturn, Mars, Venus, Merkur? Die Erde natürlich. Ach so, die Erde. Durchschnittstemperatur 50 Grad Celsius. Wenn man die Todsünden begreift als so Archetypen menschlichen Handelns, sind die nach wie vor aktuell und sind auch zu finden im Umgang miteinander. Es ist die Frage, ob man das immer noch alles als solche Laster bezeichnen muss, wie das die Kirche dann viele Jahrhunderte lang gemacht hat, oder ob man da nicht auch irgendwie anders mit umgehen kann, um auch herauszufinden, warum denn immer noch diese Archetypen da sind. Ein Beispiel: Hochmut. Hochmut wird ja vor allen Dingen Frauen vorgeworfen. Ja, so, und es hat sich dann auch so als wie soll ich sagen, als soziales Kontrollinstrument ist das eingesetzt worden. Du sollst nicht hochmütig sein, um Frauen zu disziplinieren, ihnen ein bestimmtes Verhalten anzutrainieren. Und es gibt einen wunderbaren Comic dazu von Liv Stromquist, ich glaube, genau. Ja, genau, die sich genau damit auseinandergesetzt hat, mit Hochmut als eben als etwas, was vor allen Dingen auf Frauen Anwendung findet. Und genau, das sind solche Fragen, mit denen sich auseinanderzusetzen, ich total spannend finde. Wie schlägt das so durch, dieses kirchliche Verhaltensregularium auf unser heutiges alltägliches Leben? Wie gehen wir heute damit um? Hat das überhaupt noch eine Relevanz für uns? Wenn wir hören Todsünde, ist das immer gleich so ein Überbau drüber. Aber jeder von uns ist doch dauernd konfrontiert mit diesen, also früher waren es ja Laster. Die Geschichte ist ja, dass ein Mönch im 4. Jahrhundert, ein griechischer Mönch, seine Kollegen besucht hat in der ägyptischen, glaube ich, Wüste. Und die saßen alle vereinzelt rum, eremitisch, und hatten natürlich mit den ganz normalen menschlichen Charakterschwächen zu kämpfen. Und der hat das beobachtet und hat das dann einfach benannt. Also Neid ist schwierig, wenn man Eremit ist, aber dennoch könnte ja sein, dass der andere irgendwie die leckereren Beeren da hinten hat oder so. Ne? Interessanterweise war damals auch noch der Trübsinn dabei, also die Traurigkeit. Das war das achte Laster. Also es waren mal acht. Und dann Papst Gregor ist hingegangen im 8. Jahrhundert, hat gesagt, ah, super, können wir für die Kirche wunderbar ausschlachten als Kontrollinstrument. Nehmen wir den Trübsinn raus, Depressionen hat eh jeder, und subsumieren es irgendwie rein. Und dann wurden es sieben. Und die, was ich auch interessant finde, das habe ich erst gelernt durch Sandra oder durch die Beschäftigung mit dem Thema, dass Todsünden gar nicht vergeben werden können. Das heißt, begehe ich Todsünde, werde ich entweder gerädert, ins Fegefeuer gesteckt oder sonst irgendwas. Das ist nicht, also das kann man nicht weder büßen noch sonst irgendwie verziehen bekommen. Das fand ich schon harten Tobak, ehrlich gesagt. Also wir kommen auch mal dazu, mit dem Gesang, ganz langsam, alle Zeit der Welt. Und in dem Moment, once again, I'm not going to.
Also das muss man an der Stelle auch mal sagen, dass die wirklich großartig sind, uns da machen lassen. Wir können in der Kirche proben, müssen einfach nur vorher Bescheid sagen und eben nicht, wie üblich oft im Theater geschehen, dass du im Proberaum bist, wochenlang und dann so die letzten 5 Tage im Theater, was die Übersetzung geht, da besser, ne? Weil es sind ähnliche Räume, aber in so einer Kirche ist das wirklich ein anderes sich bewegen, ein anderes Sprechen. Es ist ein Wahnsinnshall da drin. Wir müssen verstärkt sprechen. Und es ist auch, ich habe es vorhin noch zu Sandra gesagt, alles, was du im Proberaum machst, was irgendwie witzig ist, funktioniert, ist anders in der Kirche. Du musst weniger machen eigentlich, aber dafür stärker behaupten. Und das ist eine ganz spannende Aufgabe. Also wir waren, 2-3 Mal in einem Tanzstudio, haben da geprobt und haben da Sachen entwickelt, die dann in der Kirche so nicht funktioniert haben. Ich wollte nur kurz sagen, um welche Kirche es eigentlich geht. Stimmt. Falls die bekannt ist bei denen, die uns zuhören, das ist die Friedenskirche in der Rote Hausstraße in Ehrenfeld. Ja. Zunächst einmal haben Kirchen ja sowieso schon was Theatrales eigentlich. Das heißt, man hat auf jeden Fall die gleiche Sichtachse eigentlich wie im klassischen Theater. Und das ist sehr schön einerseits, weil dadurch die Nähe gegeben ist zwischen einer Produktion in einem klassischen Theaterraum und dort in der Kirche, hemmt aber natürlich gleichzeitig. Wir haben erst gedacht, vielleicht können wir diese Bänke verstellen, vielleicht kann man da irgendwas mitmachen, sodass man einen leeren Raum hat. Nee, geht nicht, die sind viel zu schwer. Ja, und auch wenn man sie verstellt, es ist halt keine Tribüne wie im Theater, ne? Irgendeiner... Ich möchte jetzt nicht sagen, irgendeiner sieht immer schlecht, aber egal, wie man sie stellt, ist es nicht ganz optimal so. Auf der anderen Seite stellt sich aber diese Situation her, ja, ich bin in der Kirche und das wird einfach, sobald man diesen Raum betritt, sehr klar, auch uns als Darstellenden. Und die Kirche spielt eine Rolle, wie du gerade gesagt hast, ne? Die spielt mit. Es ist einfach, wenn sich dann jemand vorne hinstellt und von einem Schiff spricht, was so groß ist, wie man es noch nicht gesehen hat, dann denkt man automatisch Kirchenschiff mit. Die ist da und die hat auch eine Aussage und die ist stark. Und da muss man mit umgehen. Man muss sich auch, am Anfang waren wir alle so ein bisschen befangen, Kirche heilig, heilig. Also jetzt nicht, dass man gleich in Demut verfällt, aber ja, was dürfen wir hier machen? Was ist denn möglich? Und sich den Raum irgendwie zu erobern. Dann kraxel ich halt mal hoch auf die Chorempore und lass da irgendwas runterfallen oder so. Ne? Das ist aber mittlerweile wirklich gut eingegroovt und ich hoffe, die Kirche hat sich auch mit uns arrangiert. Also der Raum, ich mag ihn sehr, obwohl wir gefroren haben im Winter. Aber im Sommer ist es, glaube ich, super da drin. Und nicht, dass jetzt jemand Angst hat, er sieht nichts oder so. Das ist, wir bespielen den ganzen Raum. Also wir sind auch im Mittelgang und da ist streckenweise viel los. Du hast das Ensemble sozusagen zusammengestellt, yeah, und entwickelst den Text oder hast den Text entwickelt. Sozusagen, welche Rolle spielen die einzelnen Protagonistinnen in dem Fall in den inszenatorischen Ideen sozusagen zusätzlich zu dem Ort? Also zur Textentwicklung möchte ich sagen, da ist auch viel von Sandra vorgeschlagen worden. Also es ist ja eine Collage aus Texten. Ich habe zum Teil dann so Gebrauchstexte geschrieben, die in Szenen dann vorkommen, aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, nicht spoilern. Also das ist eine Gemeinschaftsarbeit auf jeden Fall von Sandra und mir mit den Texten. Und bei den Gewerken, also ich finde es im Probenprozess oder in allen meinen Probenprozessen immer das Ziel oder sehr erstrebenswert, dass man hinterher nicht mehr weiß, von wem eigentlich welche Idee war. Und das ist mittlerweile auch jetzt schon der Fall. Also sowohl die Elke, die Sängerin, haut dann plötzlich was raus, wo ich denke, ach super, das hat dann aber auch eine Auswirkung auf das Inszenatorische. Und dann verbindet sich plötzlich was vorher nicht verbunden war oder genauso vom Tanz. Also jeder haut da rein, was er als Kernkompetenz hat. Eine Besonderheit dieser Produktion ist ja, wir sind ein reines Frauenteam.
Stimmt. Also beziehungsweise wir haben den Quotenmann dann doch noch mit an Bord geholt. Ton und Beleuchtung. Kerl, ja. Aber ansonsten, bis er mit an Bord war, waren wir ein reines Frauenteam und das ist natürlich auch schon sehr besonders. Bin mir gar nicht so sicher, ob das Arbeiten wirklich so viel anders ist als in einem gemischten Ensemble. Ich glaube, wir würden es merken, wenn es ein gemischtes Ensemble nicht plötzlich wäre oder gewesen wäre. Ich glaube schon, weil es gibt so ein großes, wie soll ich sagen, es gibt ein großes Grundvertrauen in diesem gut zusammengewachsenen Ensemble. Und jetzt, also jetzt mal ganz blöd, ne, wenn jemand gerade die Idee hat, ich mache mich jetzt mal nackig. Und das machst du nicht so schnell, wenn ein Mann auch mit im Raum ist. Ist einfach so. Leider immer noch so. Heißt nicht, dass das dann auch so auf die Bühne kommt, aber es gibt eine große Freiheit unter diesen Frauen, einfach Dinge auszuprobieren. Und das ist toll. Also das habe ich gar nicht so geplant. Ursprünglich, ich habe einfach überlegt, mit wem würde ich gerne arbeiten, und dann sind mir diese Frauen eingefallen und dann stellte ich fest, dann sind es ja nur Frauen, ist das denn jetzt gut? Ja, das ist gut und es hat auch eine Aussage und dann arbeiten wir eben auch mit dieser Aussage. Du hast nämlich recht, das habe ich nämlich vergessen, ich wollte da vorhin schon drauf zu sprechen kommen, als du gesagt hast, dass der Hochmut eher mit Frauen assoziiert wird. Das war mir tatsächlich neu. Ich habe sogar eher an Männer gedacht, die Napoleon-mäßig durch die Weltgeschichte gehen. Würde ich auch so sehen. Aber es ist ein sehr interessanter Gedanke. Hat denn dieser Umstand jetzt für dich, Sandra, auch als Dramaturgin, dann auch Einfluss genommen an die Herangehensweise, an die textlichen Umsetzungen und an die Umsetzung der Ideen, dass alles von Frauen dargestellt wird, performt wird? Ja, natürlich. Ich würde es sogar noch ein bisschen weiter drehen wollen. Ich würde das auch aus einer feministischen Perspektive heraus sehen und auf das Material blicken, was man dann auswählt. Hm. Ja. Ja. So, will da gar nicht so ein großes Ding draus machen. Da muss man jetzt nicht mit so einem Label hergehen und drauf das da so draufpappen, feministische Theaterproduktion oder feministische Performance. Aber mir ist es wichtig, so für meine Art zu denken und dann eben auch mir die Proben anzuschauen, was kommt da rüber, was wird da transportiert, wie ist der Subtext und so weiter. Ja. Ich bin mal gespannt, ob dann nach den Aufführungen jemand sagt, ja, da fehlt ja die männliche Sichtweise. Na, da bin ich echt mal gespannt. Schauen wir mal. Ich denke, dass sie nicht fehlen. Also es ist ja mit allen Sünden eigentlich so, ich glaube, du hast das im Pressetext auch geschrieben, Sandra, dass in Maßen sind alle gute Antriebsfedern, sogar die Habgier. Ne? Ich will was, also streng ich mich jetzt an und mach und so. Und wenn es dann, es ist immer dann, wird es kritisch, wenn es zu Lasten anderer geht, dann hat man ein Problem. Ne? Ja. Deswegen, ich mag dieses Ambivalente auch bei dem Thema. Es ist ja nicht nur, das ist alles furchtbar und deswegen müssen wir das alles ganz schlimm darstellen. Das ist ja menschlich. Hm. Das ist das, was mich immer interessiert. Die Menschlichkeit. Ja, wie tickt der Mensch? Und deswegen mache ich Theater. Also ich beobachte gerne, was treibt mich um, was treibt die anderen um. Wer sind wir eigentlich?